Und wir sind angekommen in der Eiswüste von Pendrana. Oh, der Schnee ist schön. Erstmal die Viecher hier scannen. Ein Tarnsegler. Kleiner Räuber mit optischen Tarnverfahren. Für das bloße Auge nahezu unsichtbar. Genau. Die sieht man nur, wenn die so ihre Schallwellen absondern. Die sind aber nicht sehr gefährlich. Aber die Viecher, die... Ein Zapffüßer. Arktischer Gliedfüßer mit Revierverhalten. Die Viecher kann man nur mit Missiles zerstören. So, und jetzt erstmal das hier scannen. Damit die obere Tür entriegelt wurde, damit wir dann später da durchkommen. So, jetzt erstmal eine Runde speichern. Und unsere Energie wiederherstellen. Gut, so, wo gehen wir denn als nächstes hin? Ich glaube, ich weiß schon. Ach, jetzt bin ich nicht gesprungen. Verdammt. Okay, wir hören hier schon etwas, aber ich glaube, da kommen wir noch nicht dran. Nee. Nee, da kommen wir noch nicht ran. Und das sind komische... Wie wir schon vorhin gesehen haben, so eine Elektroviecher. Aber diesmal sind die so in Röhren und strahlen diese Strahlen ab. Geben diese Strahlen ab und ich laufe immer genau rein. Beziehungsweise rolle. So, und hier haben wir schon wieder neue Gegner. Die sind etwas schwerer. Ein junger Eisgigant, arktischer Räuber, dessen empfindliche Rückenpartie mit Eis gepanzert ist. Genau, und die sind eigentlich recht schwer zu erledigen, weil man die nur von hinten verletzen kann und die ganz schön hartnäckig sind. Ah, die können mich einfrieren. Na los, jetzt Visier. Ja, und ihr seht schon, die ganz schön hartnäckig. Gut. Da wäre das erledigt. Hier wäre, glaube ich, noch ein Power-Up, aber das Eis blockiert den Zugang. Genau, da sehen wir es. Da kommen wir noch nicht zu. Also, die kleinen Eiskäfer hier. Kein Problem. Und dann gehen wir erstmal hier weiter. In einem dunklen Raum. Mit diesen komischen Spuckkäfern. Ich nenne sie jetzt mal so. So. Na, wie sieht doch den an? Ach, jetzt habe ich drumherum geschossen. Den letzten lasse ich da jetzt einfach mal. Und jetzt sind wir wieder im Hauptraum, aber etwas höher als vorher. Und hier haben wir wieder diese
Ja, Elektrobombenviecher. Übrigens, wenn man die mit dem Charge-Beam, also wenn man den Charge-Beam auflädt, dann werden die davon angezogen. Deshalb ist es nicht ratsam, den Charge-Beam zu benutzen bei diesen Viechern. Aber... okay. Das ging etwas schneller. Und hier erstmal diesen Eiszapfen. Kann ich den schon? Ne, es geht erst von oben. Okay. Ich überlege gerade, können wir schon was machen? Nee. Da oben ist übrigens eine lilane Tür. Die kriegen wir nur auf, wenn wir einen entsprechenden Beam dazu haben. Na. So. Ach nein, hier war die Inschrift. Nun, da die große Seuche immer tiefer in den Planeten eindringt, wächst die Verzweiflung in unseren Reihen. Klammern wir uns an die Zuversicht, dass es nicht zu spät ist, stützt uns nun auf unsere letzte Hoffnung. Wir haben mit der Errichtung eines Tempels begonnen, mit dem Ziel, diese dunkle Kraft einzuschließen. Sein Herz bildet das Signum, ein mystisches Schloss, welches sich aus 12 Artefakten zusammensetzt. Es ist erfüllt von der gesamten spirituellen Kraft, die wir Große aufbringen können. Und dennoch plagen uns Zweifel. Wird diese Stätte rechtzeitig fertiggestellt sein? Und wird die Aura des Tempels und die des Signums insbesondere sich als stark genug erweisen, um die Giftflut abzuhalten, welche hier sich nun im Boden zusammenbraut und alles Leben bedroht? Ja, anscheinend hat es nicht sehr geholfen. So, und wir können hier, glaube ich, noch nicht. Oh, nein. Da brauchen wir noch etwas. Also gehen wir jetzt erstmal durch die Tür hier, wo wieder diese komischen Strahlenviecher sind. Und wir kommen zu einem weiteren großen Freiluftraum, in dem wir als erstes mal ja hier runterspringen. Gucken. Ah nein, nicht geklappt. Gut. Ah, ich glaube, da war noch eine Inschrift, aber okay. Muss ich nochmal dann zurückgehen. Und hier ein wichtiges Scanpunkt. Da kommen wir da hinterher. Zu diesem Turm. Ja, und die fallen hinter uns runter. Aber dafür kriegen wir ein neues Ausrüstungsteil. Und zwar den Boostball. Und damit können wir jetzt überall, wo Halfpipes sind, nach oben gelangen und coole Moves machen und so. Mit B lässt sich der aufladen und dann einfach loslassen. Und dann sehen wir schon hier einen coolen 360 können wir hinlegen. Okay. Und damit können wir wieder nach zurück. Ist ja ein bisschen Verschwendung, aber okay. So, ich gehe jetzt mal hier drauf und scanne das von hier. Unzählige Kreaturen erliegen der Fäulnis, die das Land durchzieht, und wir Große bilden keine Ausnahme. Doch diese Qualen wiegen die Verheißung der Zukunft auf. Mittlerweile sind wir zu der Annahme gelangt, dass wir zu Lebzeiten nicht mehr die Gelegenheit haben werden, eine Pforte zu öffnen, um die dunkle, von uns eingeschlossene Energie
zu bannen. Ungeachtet dessen wird unsere Wachsamkeit für immer Bestand haben. Es ist unsere Überzeugung, dass eines fernen Tages ein Ritter erscheinen wird, der das fortführt, was wir einst begannen. Für diesen Krieger hinterlassen wir Waffen und Schutz vergangener Epochen. Wer immer auch befähigt ist, diese aufzunehmen, er muss der Auserwählte sein. Er allein kann das Böse bezwingen, welches hier gedeiht. Ah. Also bestand die letzte Hoffnung der Kroso in einem Retter von außerhalb. Und damit sind natürlich wir gemeint. Die haben halt diese Ausrüstung für uns hinterlassen. Jetzt wissen wir auch, wie die ganzen Teile hier auf diesen Planeten gekommen sind. So, und da wir jetzt nichts weiter hier in der Eiswüste machen können, gehen wir jetzt ganz, ganz weit zurück. Um noch ein paar Teile zu holen. Aber vorher noch eine Zwischensequenz. Oh, dieser Schatten. Das kommt uns doch bekannt vor. Genau, und das ist Ridley, der hier einfach so durch die Gegend fliegt. Wie als ob er nichts zu tun haben würde. So, ich guck nochmal schnell. Ja, genau, hier ist so ein Glasdings davor. Gut. Also, auf zurück zu den Höhlen von Magmoor. Das wird eine lange Reise. Also jetzt nicht zu den Höhlen, sondern da, wo ich eigentlich hin will. Ich finde, die Ladezeiten der Wii-Version sind ganz schön schnell, kann man sagen. Bei den GameCube hat es immer ein bisschen länger gedauert. Mal wieder im Hauptraum und ouch, da ist schon wieder so eine Selbstschussanlage. Und immer der letzte Schuss trifft mich. Okay, okay. Ich glaube, ich kann gleich von hier aus hier rüber springen und lass die Selbstschussanlage jetzt mal Selbstschussanlagen sein. Aua, 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 aua. Okay, das war vielleicht keine gute Idee. Verdammt. Nicht gedacht, dass sie so aggressiv sind. Aber von hier sind wir ja gekommen, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Autsch. Sondern hier wollte ich lang. Und hier hört ihr etwas. Und ihr seht kaputte Fenster. Aber da können wir jetzt noch nichts machen. Achso, hier haben wir Feuer. Das ist ganz gefährlich. Aufpassen. Ein paar Kisten kaputt, um Energie zu kriegen. Den Magma da hinten killen. Den es von hier nicht verletzen kann. Die Viecher kann man übrigens nicht töten. Egal wie. Doch ich glaube, mit einem späteren Item können wir die töten, aber bin mir nicht sicher, ob das klappt. Okay, sind wir jetzt hier, genau. Hier gibt es noch Power-Up zu holen. Muss man ganz vorsichtig sein, um hier nicht runterzufliegen, denn hier ist keine Sicherung in den Seiten. Wow. Ey, ist der Container.